Ja, hier, ja. Dann los, ich hab doch gesagt, sag es keinem. Das ist deine richtige Stimme, mein Schatz. Meld euch mein Name, Jalus, Leute. Der größte Blendawi. Der macht Wimpern in sein Gesicht und verkauft seine Schwester für Klicks. Was geht ab, Leute? Ich hoffe, euch geht's gut. Mir geht's auch gut und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, meine Freunde, ihr wisst ja, was gerade derzeit abgeht, ne? Das Uwe-Girl, Rabia, ihr kennt ja alle Rabia. Rabia ist das Mädchen, was ihre Stimme verstellt und keine Ahnung warum. Aber die Leute machen sie wichtig. Warum macht ihr sie so wichtig, Amen, okay? Als wäre das irgendwie eine Revolution, wenn sie ihre Stimme liegt. Land, ich scheiß auf ihre Stimme. Was juckt mich ihre Stimme? Aber naja, der Erfolg, den sie eigentlich kommen sollte, hat ein anderer TikToker bekommen. Salam alaikum, Jalus. Jalus hat sie komplett ausgequetscht und hat das, was ihr eigentlich zusteht, auf sich genommen. Das heißt, er wollte ihre Stimme leaken. Dadurch hat er über 150.000 neue Follower auf Instagram generiert und denkt jetzt, er hätte eine krasse Community und ja, er hätte angeblich alles auseinandergenommen. Obwohl das normalerweise nicht sein Erfolg ist, sondern ja, Rabias Erfolg, wenn man das so sagen kann. Aber nachher, die machen auch scheiße so ein großes Thema, Land. Was juckt mich ihre Stimme? Seid mal ehrlich. Aber alles schon gut, ihr habt ja gesehen, was passiert ist, ne? Sie hatte ein Fantreffen angekündigt, was heißt sie? Er hatte ein Fantreffen angekündigt und sie ist da auch erschienen, was auf jeden Fall sehr, sehr komisch ist und was alles auch, ja, mir ein bisschen spanisch vorkommt. Denn das ist alles ein abgekattertes Spiel und die Leute fallen drauf rein. Man hat auch in deinem Fantreffen gesehen, dass deine Community nicht älter ist als 11. Es ist so, Bruder. Da kannst du mir sagen, was du willst. Aber naja, alles schön und gut. Die sind am gleichen Abend, wo er sich noch mit ihr Bruder geschlagen hat, angeblich, sind die nochmal live zusammengegangen und ja, haben die ganze Sache komplett ausgenutzt und haben ihr Geld gemacht. Aus dem Nix fängt auf einmal an, Jalous im Live zu weinen. Was ich vorab sagen möchte, ist, alles dient nur zur Unterhaltung, ist nur Spaß, ist nur Humor und man sieht auch, dass das Fake ist. Sein Weinen ist Fake. Macht euch keine Sorgen, ne? Egal, wir schauen mal rein. Ich hab gesagt, hör auf, Lügen zu erzählen. Die Leute, die mögen dich nicht, wenn du lügst. Scheiße, Lügnerin. Leute, seid mal ehrlich, Amanakö. Man merkt auf jeden Fall, dass Rabia lachen muss. Das ist alles ein abgekatertes Spiel. Das ist alles geplant, was sie da machen. Und dann reden die von wegen, ja, wir lieben unsere Community. Wallah, ihr liebt eure Community nicht. Wenn ihr eure Community wirklich schätzen würdet, dann würdet ihr sie nicht anlügen. Es ist so. Aber eure 10-jährigen Zuschauer checken das einfach nicht. Es ist so, Bruder. Ich hab dir gesagt, hör auf, Lügen zu erzählen. Reicht doch langsam. Walla, man sieht einfach, sie muss lachen. Und dann wollt ihr mir sagen, die sind real. Tamam, okay. Tamam. Naja, alles schön und gut. Scheiß mal da drauf. Wenn das doch wirklich alles so echt sein sollte, wie ihr das auch wirklich sagt, denkt ihr dann wirklich, ein Jalous würde ihr Kind liegen? Oder beziehungsweise ihr drohen, ihr Kind zu liegen? Und sie würde auch ganz gechillt darauf reagieren? Denkt ihr wirklich? Dazu kommen wir auf jeden Fall gleich noch. Ihr redet doch von wegen Eib, Ehre, Stolz, dies, das. Damit meine ich ja auch jetzt Jalous, ne, weil er das in dem Telefonat von Yunus Amiri öfters erwähnt hat, dass das Eib ist, was sie macht. Aber gleichzeitig ihr Kind liegen, ihr angeblichen Sohn liegen, ist nicht Eib? Nein. Das ist ehrenvoll, ne? Ehrenmann auf jeden Fall. Ehrenmann Jalous. Wie gesagt, das ist kein Fraud an dich, Jalous. Ich rede nur von deiner Kunstfigur, weil ist ja alles nur Schauspielerei, ne? Nur weil wir miteinander irgendwie cool sind, heißt es nicht, dass ich doch jede Sache akzeptieren muss und positiv darauf reagieren muss, nur weil du es bist, Jalous. Nimm mir das nicht übel. Wenn mir was nicht passt, dann sage ich das. Das weißt du auch ganz genau. Reich! Es tut mir leid. Wein nicht. Warum, warum, warum sagst du jedem, das ist deine richtige Stimme? Also wie ich das jetzt verstanden habe, weint er, weil sie zu jedem sagt, dass das ihre richtige Stimme ist. Ja, Mann. Stabil. Stabil. Deswegen weint man. Ja, Mann. Vor allem als ein Mann. Oder ich kann mir nicht vorstellen, dass du so eine Pussy bist. Bist du nicht. So, tu nicht so. Er hat doch in seinem Statement-Video, habe ich mir angeschaut, er hat dort auch die ganze Zeit gesagt, ja, weil ich Angst hatte, habe ich den eine geklatscht. Aber nachher, wenn ein Mensch Angst hat, dann klatscht er doch nicht irgendjemanden um, oder? So, hört sich komisch an, Bruder. Ja, wenn ich Angst vor einer Person habe, dann klatsche ich den doch nicht um. Weil es meine richtige Stimme ist. Wie geht es auf dein Profil? Guck mal, was ist das denn? Deine richtige Stimme? Ja. Ja, hier, ja. Dann los, ich hab doch gesagt, sag es keinem. Das ist deine richtige Stimme, mein Schatz. Okay, wow, tamam, ihre Stimme wurde jetzt geleakt. Okay, tamam, kannst du jetzt drauf einen holen. Alles schön und gut. Aber was ist jetzt? So, und jetzt, tamam, okay. Jetzt an die Leute, die das so gehypt haben. Was ist jetzt? So, was habt ihr jetzt davon, Amina Röhm? Es gibt wichtigere Dinge im Leben, Land. Tut eurer Familie was Gutes, Land. Was nimmt ihr die so ernst? Nenn mich nicht Schatz. Ich mag dich was? Nicht. Wir sind keine Freunde. Nur weil ich mit dir live gehe, heißt es nicht, dass wir keine sind. Und wir werden sie jetzt auseinandernehmen. Wir sind deutschlandweit die Nummer 1, Leute. Kommt rein. Amanoke, die denken, Amanoke, wir werden mit der Community 50.000 Punkte, wir machen ich bin Weltrekord. Nicht Ali, ich bin 50.000 Punkte. Auf damit. Das bin ich Weltrekord. Nicht.
Ja, Mann, 50.000 Punkte, stark, 50.000 Punkte. Spätestens da müsst ihr doch checken, ey, das, was sie da machen, ist alles nur reine Abzocke. Oder was heißt Abzocke? Reine Verarscherei, Bruder. Ja, die machen doch einfach nur ihr Geld, Brudi. Und ihr Zuschauer, ja, die Zuschauer von Jalous und von Rabia, ihr fällt darauf rein. Ja, nee, warum fällt man darauf rein? Ja, nee, ich schwöre auf alles, ich habe mir das privat angeschaut, ne, ich fand das so, keine Ahnung, so gar nicht unterhaltsam. Das hat mich gar nicht gejuckt, das interessiert mich nicht. Vielleicht bin ich aus dem Alter raus, Bruder. Ich glaube, Jalous ist in meinem Alter und der macht diese Kacke, weißt du, was ich meine? So, keine Ahnung, das hat mich gar nicht interessiert. Lang würdet ihr mir sogar Geld geben, würde ich mir das nicht anschauen. Privat. Wisst ihr, wie ich meine? Ich würde das niemals anschauen, Bonnet lang. Oder seid mal ehrlich. Weltrekord, Leute. Ich weiß alles. Was ist nur kommt. Falsch? Kommt, Leute, Weltrekord. Dankeschön. Mach ein Weltrekord. Dank an alle, die mich unterstützen. Weltrekord. Danke. Weltrekord. Weltrekord, Leute. Ja, Mann, Weltrekord. Ja, Mann, du machst Weltrekord mit einem Mädchen, was ihre Stimme feststellt. Heftig. Bruder, du hast die Welt auseinandergenommen, Bruder. Bruder, du und Michael Jackson, ihr seid auf einer Ebene, Bruder. Du kriegst jetzt Walk of Fame. Diese Walk of Fame kriegst du jetzt in L.A., Bruder. Diese Walk of Fame-Stern da kriegst du jetzt auf den Boden, Bruder. Mit deinem Namen Jalous, Mann. Du bist so krass, Bruder. Du hast alles gebumst. Krass, Jalous, Alter. Ich hätte niemals gedacht, dass du irgendwann mal alles bumsen wirst. Und lösch dieses Bild jetzt. Okay, ich lösch das bitte ab. Komm, das hier rein. Oh, was ist das Nein. denn? Lass dieses das Baby denn? Da raus. Halte dieses ist Baby raus. Ist das vielleicht dein Sohn? Ja, Mann, richtig ehrenvoll, ihren Sohn zu leaken. Ja, Mann, richtig stark, Jalous. Ich weiß doch, dass das so oder so fake ist. Die hat keinen Sohn. Nie im Leben hat sie einen Sohn. Verarscht andere. Ja, auch wenn sie einen Sohn hat, ist das dann krass, was du jetzt gemacht hast? Auch wenn du ihren Sohn zensiert hast mit einem Emoji in der Fresse, trotzdem ist es ehrenlos, das zu erwähnen. Weißt du, was ich meine? Und denk doch mal logisch nach. Denk dir ernsthaft, wenn das wirklich stimmen sollte, dass sie angeblich einen Sohn hat, würde Rabia noch im Livestream bleiben und weiter diskutieren und was auch immer? Nein, auf gar keinen Fall. Ja, nee, das könnt ihr so oder so sehen. Im Endeffekt seid ihr fake. Ja, nee, wer sowas feiert, Bruder, dann weiß ich ja, nee, heutzutage kann es ja dann mit jeder Scheiße bekannt werden. Es ist so, Bruder. Ja, nee, seid mal ehrlich. Schreibt das mal bitte in die Kommentare. Findet ihr sowas interessant? Aber naja, alles schön und gut. Wer musste sich natürlich da einmischen? Younes Amiri. Er ist jetzt mit auf dem Boot. Netflix 3.0 ist am Start, Bruder. Er hat dazu auch noch ein Video gedreht. Dazu kommen wir gleich. Ist das vielleicht dein Sohn? Ist das vielleicht dein Sohn? Nein, das ist es nicht. Dein Sohn? Halt meinen Sohn das ist mein Sohn. Halte meinen Sohn daraus. Ja, ja, halte meinen Sohn daraus. Erzähl mal den Leuten, dass du das alles privat mit dem abgesprochen hast. Wie ihr daraus noch mehr Trash machen könnt. Erzählt mal. Erzählt das mal. Erzählt das mal. Ihr tut doch so auf real. Ihr tut doch so auf, ja, wir haben die beste Community. Dann erzählt eurer Community die Wahrheit, Bruder. Ich weiß gar nicht, wie ich hier jetzt erstmal anfangen soll. Ich weiß nicht, viele von euch wussten wahrscheinlich nicht, dass Mariam schon länger mit dem Uwe Girl befreundet ist. Also die haben halt ein bisschen miteinander geschrieben, weil die hat ja großen Hate. Mariam weiß, wie es ist, Hate zu haben. Ja, Mann, wir leben im Jahr 2022. Wenn man einmal mit einer Person schreibt, Bruder, ist man sofort befreundet mit der. Man ist sofort Best Friends, weißt du, was ich meine? Wir leben im Jahr 2022 und das ist in der Influencer-Szene gang und gäbe. Freunde in der Influencer-Szene gibt es nicht richtig, Bruder. Ihr seid nur Mittel zum Zweck. Es ist so. Egal, was diese Person gemacht hat, es ist keine schöne Erfahrung, dieser Hate. Und hat sich da mit ihr in Kontakt gesetzt, hat gefragt, wie es ihr geht, hat sie ein bisschen gestärkt und alles. Und heute haben wir dann irgendwie mitbekommen, dass die in Hannover irgendwie ein Treffen haben. Und Mariam hat sich dann so ein bisschen Sorgen um dieses Mädchen gemacht. Und wir sind jetzt auch einfach hierher gefahren, weil das ja hier bei uns ist in der Nähe. Ich weiß nicht, wie das Ganze ausgehen wird. Ich habe Jalous gesehen, also ich bin mit Jalous befreundet. Also wir verstehen uns sehr gut. Ach so, ihr versteht euch sehr gut. Ihr versteht euch sehr gut. Ulan, vor 2 Wochen habt ihr noch einen Boxkampf angekündigt. Vor 2 Wochen hat er noch deine Frau ins Lächerliche gezogen. Er hat geschrieben, ja ey, kauf ihr schon mal ein Kochbücher oder was auch immer. Er hat jetzt die meisten TikToks über ihn runtergenommen, weil er gecheckt hat, ey, das kommt ein bisschen fake rüber, Alter. Ja, ihr sagt doch von vornherein, dass ihr das alles nur für Promo macht. Ihr seid weder Freunde, ihr seid weder Gegner. Ihr seid einfach nur Businessmenschen, Bruder. Ihr seid nur geldorientiert und das ist Fakt. Digga, stellt euch mal vor, ein anderer Influencer kommt und zieht eure Freundin ins Lächerliche. Was heißt Freundin, Bruder? Das ist eine Frau. Er zieht deine Frau ins Lächerliche und danach sagst du, ja, wir sind gut miteinander. Und dann, Walla, was seid ihr denn für Männer, bitte, Land? Seid ihr bitte für Männer? Keine Ehre, kein Stolz, Alter. Es ist so, Brudi. Da kannst du mir sagen, was du willst. Ich habe mich eben gerade auch mit ihm getroffen und wir haben uns auch mit diesem Uwe-Girl kurz getroffen und haben mal gefragt, jetzt, was da genau Sache ist. Ja, Bro. Was da genau Sache ist, kann ich dir ganz genau sagen. Das alles, was sie hier gerade macht, ist einfach nur geplant. Das ist eine geplante Sache von denen. Auch von dem Bruder. Der Bruder hat mich irgendwie auf TikTok gepostet. Digga, ich habe mir das angeschaut, dachte, korrekt, tamam, okay, alles schön und gut. Ich habe gesehen, er folgt mir. Er folgt auch irgendwie nur 2, 3 Personen. Ich folge ihm zurück, ich guck, der folgt Jalous. Digga, wenn jemand meine Schwester runtermacht im Internet, da folge ich ihm doch nicht, Alter. Da folge ich doch nicht der Person. Wisst ihr, wie ich meine? Das ist alles von den dreien einfach nur Schauspielerei, Bruder. Guckt euch mal das Datum an. Vor circa 2 Wochen hatten die noch Stress miteinander. Wollt ihr mir jetzt sagen, das ist keine geplante Sache? Allah, ich bitte euch. Schieß ab, schieß ab.
müssen wir kurz warten. Lukas, wie geht's? Alles gut? Was hast du gemacht, Bruder? Was geht? Bruder, der hat verdient, was er bekommt. Was passiert? Sag doch, was Bruder, passiert. Bruder, der beschützt seine Schwester wirklich auf dem Boden. Was denn passiert, Bruder? Mach mal Fenster hoch. Junge, schämst du dich nicht? Geh warum? Was ist los? Was passiert, Lu? Was ist los? Was ein Mensch? Lass mal oben. Zu! Los? Zu! Schämst du dich nicht? Schämst du dich nicht? Wie provokant der Typ ist. Bro, hast du mich sogar jetzt provoziert? Ich schwöre auf alles sogar. Ne, alles schön und gut, ne? Der setzt sich da rein, sagt nicht mal Hallo, Amunarim. Ne, bitte. Wen wollt ihr verarschen, Alter? Seid mal ehrlich. Die Leute glauben das doch noch, ha? Du bist ein Mädchen. Du bist ein Mädchen. 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 Like, du machst... Ey, mach weiter Wimpern in dein Gesicht. Ey, Bruder, das Auto. Mach weiter Wimpern in dein Gesicht. Was ist hier los, du? Mach Wimpern in dein Gesicht, komm. Like, du bist eine Fakerin. Halt die Fresse, du bist eine Fakerin! Geh, hau ab, Fakerin! Ja, Mann, voll Fakerin, Alter. Richtig Fakerin, du bist der realste Bruder. Du bist der realste Bruder in dem Business, es ist so. Aber gehst genau am gleichen Tag nochmal live mit ihr. Ja, Mann, du bist richtig real. Jetzt gerade ist er sogar live. Ich kann jetzt gucken, die sind live. Nee, wen wollt ihr verarschen, Bruder? Bitte, ja? Lack, die glaubt an Einhörner! Was kommt raus? Du glaubst an Einhörner! Bist du behindert? Bruder, beruhig doch die Lage hier ein bisschen, los. Nicht Fenster runtermachen, ne? Nicht auf die Fenster klopfen! Nicht auf die Fenster klopfen! Ich bin bei chinesischen Augen, weißt du? Ja, ja. Ey, Bruder, aber was ist los mit dir? Ey, komm mal her! Ey, komm mal her, Entschuldigung, komm! Entschuldigung! 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 Boah, Bruder, wie cringe, Bruder. Das habe ich jetzt zum ersten Mal gesehen, Bruder. Das ist sehr, sehr cringe, Bruder, sag ich dir ehrlich, Mann. Wenn du wirklich in echtem Leben so drauf bist, Bruder, dann folgt mir bitte. Gänsehaut, Brudi, Gänsehaut. Lambuday Amenachim. Wie cringe ist der Typ? Meld euch mein Name. Salus, Leute. Der größte Blendawi. Der macht Wimpern in sein Gesicht und verkauft seine Schwester für Klicks. Ich glaube bis heute nicht, dass das seine Schwester ist, ja? Wallah, der soll mal Beweis zeigen. Kein Mensch auf dieser Welt würde seine Schwester so verkaufen. Kein Mensch auf dieser Welt würde das zulassen mit seiner Schwester. Nie im Leben, Brudi. Das ist niemals seine richtige Schwester. Wenn, dann soll die das mal bitte beweisen. Dann sage ich, okay, tamam, krass, Digga. Der ist ja wirklich ehrenlos. Noch eine, komm! Noch mehr Flaschen! Los, mein Handy! Egal. Fahr weg jetzt. Reicht. Es wird zu voll hier, es wird zu voll. Alles gut, pass auf euch auf, man. Hey, merkt ihr meinen Namen? Blendawi. Du bist eine Fakerin, guck mal, wie du aussiehst, wie ein Mädchen. Hey, guck mal, der arme Junge, der sagt, ey, Jalous, mein Handy. Lan, du hast dein Handy auseinandergenommen. Du hast dein Handy nass gemacht, weißt du, was ich meine? Und der sagt auch noch, egal. Der sagt, egal, Bruder. Bruder, du hast doch jetzt genug Geld gemacht. Kauf den armen Jungen mal ein neues Handy, Bruder. Das ist das Mindeste, was du machen kannst. Leute, was soll ich euch noch dazu sagen, Digga? Ich schwöre auf alles, wer das glaubt, den ist nicht mehr zu helfen, Alter. Und wenn jetzt einer schreibt, ey, du machst das doch auch nur für Fame, Geld und was weiß ich was, ey, Bro, bitte, ich küsse doch dein Herz. Ihr seht nur, wie weit diese ganzen Influencer-TikToker gehen, ja? Nur ein bisschen Hype zu generieren, ein bisschen Geld zu machen, wisst ihr, wie ich meine? Die lügen doch ihre Community von vorne bis hinten an. Was soll ich euch dazu sagen, Digga? Lasst ein Like da, auf ein Abo würde ich natürlich freuen. Folgt mir auch auf Instagram. Ja, Leute, was soll ich euch noch dazu sagen? Sollen wir mal ihre richtige Stimme zeigen? Ja, stimmt, Lejanko hat mich hochgepusht. Doch was wäre Social Media heute ohne uns? Ganz am Rande, wir haben uns nie hochgelutscht. Deshalb ist die neue Milli zwischen Bauch und Hosenboden.